Yeah, work all day. Work all day. Hello. Follow me. Okay. Stop. Okay. Bye. Bye. Hey there. Hello. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Follow me. Oh, wunderbar. Hey, Tom. Hi. Follow me. Wait time already. So, jetzt holen wir hier alle mit. Oh, dann können wir hier alle retten. Was ein bisschen fies ist. Oh, jetzt hören wir uns erstmal das geile Geräusch an. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Das war sehr sanft. Bei der PlayStation 3-Fassung war das so duff, duff, duff. Und dann so plack. Aber vielleicht hört sich das jetzt hier über meine Boxen auch nur so komisch an. Aber na gut. Bisschen böse ist das hier auch. Die Züge bringen ihn weg, doch er... Ach Gott, ich lasse es einfach. Ihr könnt auf Pause drücken. Oder ihr seid sowieso schneller als ich im Lesen. Das Fiese ist... Den nächsten Mudaken, den wir sehen, den gibt es im ersten Teil gar nicht. Also im Originalteil. Deswegen hat man... Hab ich mir, glaube ich, am Anfang sogar gedacht... brauchst nicht hin, da ist eh keiner. Aber ich glaube, ich bin trotzdem da lang gegangen. Aber das Coole hier ist, das ist auch so ein kleines Easter Egg. Der Herr hier oben hat nämlich eine gewisse Synchro-Stimme, die man... Also mir ist sie nicht aufgefallen, ich habe es nur durch ein Video gesehen. Aber dann, wenn man es hört und wenn man es weiß, dann hört man es raus. Aber ich spreche ihn mal an und vielleicht erfahrt... Also wisst ihr es ja selbst. Also ich spreche ihn jetzt mehrmals an. Hello. Ich muss mal hier... Irgendwie meine Dings gehen nicht richtig. Hello. Hey there. Hi. Hello. Howdy. Howdy. Hello. What? Hello. Whatever. Follow me. Okay. Hi. Hello. Hey there. Hi. Hello. Hello. Also man hört auf jeden Fall raus, dass der sich ganz anders anhört als die anderen Mudaken, weil der halt so gedrückt spricht. Und ja, das ist die gepitchte Stimme von Solid Snake. Ich mache jetzt nochmal und dann hört ihr es wahrscheinlich. Hey. Hi. What? Hey there. Okay. Follow me. Hello. Hello. Wait here. Okay. Ja. Vielleicht habt ihr es rausgehört, vielleicht denkt ihr auch, Jule, du bist total Banane. Ja. Ich weiß nicht, ob noch mehr solcher, ich sag mal in Anführungszeichen, also berühmte Stimmen hier drin sind. Das ist jetzt auf jeden Fall das Einzige, von dem ich weiß. Und ich glaube, das sind auch jetzt alle Easter Eggs, die ich so sagen konnte. ja. Also halt einmal diese beiden Bomben am Anfang. Und dann... Moment. Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass diese Bomben uns durch das komplette Spiel verfolgen. Also man hat die, wir starten quasi im Spiel und dann haben wir direkt diese Bomben hinter uns. Dann hat man die immer mal so im Hintergrund jetzt fliegen sehen und wir werden die auch noch weiterhin fliegen sehen, wenn wir darauf achten und ganz besonders darauf achten. Und ich glaube am Ende, also so ganz am Ende, sieht man die auch nochmal. Das finde ich irgendwie sehr cool. Hello. Quadrat drücken. So. Und dafür waren wir jetzt hier. Für den einen. Aber wir können jetzt das hier verlassen. Und dann kommt noch ein Geheimnis. Ich mache hier nochmal den Hebel. Weil wir wollen ja keine Risiken eingehen. Und wir fahren mit dem Aufzug nach unten. Dieser Ton, genau, der Ton, wenn diese Tore links und rechts runterkommen, der war auch nicht vorhanden in der PlayStation 3-Version. Hat wahrscheinlich nicht mehr ins Spiel gepasst. So. Können wir einmal nach rechts. Hier sind wir nichts, aber hier werden wir nochmal zurückkommen. Ich glaube, das steht auch sogar da oben. Heute in der Kantine. Feinste Fleischdelikatessen mit Kraftbier. Ich hätte die ganzen Sachen mal vorlesen müssen, weil da kommt Magog, Schilderfabrik. Schilder machen Leute. Die Mitnahme von Fleisch in der Unterwäsche ist strengstens untersagt. Weil da kommt nämlich normalerweise immer einmal so ein Hilfestellungssatz und dann kommt es halt so Spückes. Reinigung der
Besamungstanks Erfolg. Ich konnte es nicht. War das? Naja, gut. Ja. Okay, da sieht man hinten jetzt auch schon mal ein paar andere Kreaturen, die wir auch noch sehen werden. Nämlich, das sind die Scraps. Ach, den lassen wir. Habe ich noch Bömschen? Jetzt muss ich wieder überlegen. So. Ja, haben wir noch. Dann können wir ihmchen hier oben mal töten. Oh, guck mal hier, da sieht man sogar. Wow. Hat man gerade sogar einen Paramite gesehen. Das war dieses kleine spinnenähnliche Vieh. Aber das macht keinen Sinn, wenn wir das anmachen. So. Mal abspeichern. Bomben brauchen wir jetzt trotzdem nochmal. Für unseren Geheimgang. Und um ans Ende dieses Abschnittes zu kommen. Da sehen wir noch jemanden schlafen. Und den müssen wir jetzt beseitigen. Und das machen wir irgendwie... Ich glaube, das machen wir besser im Stehen. Nicht getötet. Nicht getötet. Willst du mich verkackeiern? Na gut. Düsen wir halt nochmal nach unten. Und jetzt nochmal. Ich hätte auch. Ich glaube, ich habe gequicksaved da oben. Hätte ich einfach laden können. So, jetzt habe ich gespeichert. Jetzt ist er tot. Speichern wir nochmal. Mach mal hier das hier gerade auch noch weg. Ja. Und dann können wir hier runter. So. Das hier ist echt eine ätzende Stelle, die jetzt kommt. Da habe ich echt ein bisschen... Also was heißt, ich habe da lange dran gesessen, aber... Es wäre übertrieben, wenn ich das jetzt sage. Aber es ist halt blöd, dass man... Das ist jetzt der Nachteil dieser Steuerung hier. Weil wir hatten ja im Originalteil diese Raster-Steuerung. Und da hat man einfach aufgehört zu rollen oder war man zwischen den Fleischsägen. Wenn man jetzt hier aufhört zu rollen, dann kann man auch so ein bisschen unter den Fleischsägen sein. Also bei im Originalfall war das so, entweder man war unter den Fleischsägen oder nicht. Und hier kann man halt so ein bisschen drunter sein und ja. Oder... Okay, demnächst. Nee. Jetzt. Okay, das war gut. Das hat gut gepasst. Nein. Nein. Oh, das war so knapp. Ich hätte springen sollen. Oh, ich habe gespeichert. Hat er das gemacht? Nein, okay. Okay, super. Hiermit können wir jetzt alles abschalten, außer halt diese Falltüren. Aber das ist dann halt einfacher, da durchzukommen. Und jetzt sieht man schon oben rechts, dass da jemand pennt. Und das wäre jetzt ganz klug, wenn wir dann direkt nach oben gehen. Denn der fällt nämlich hier runter... Und bemerkt uns nicht. Das ist ganz gut. Aber hier ist nichts abgeriegelt oder so. Das heißt, wir können uns den einfach holen. Und hier sieht man halt so ein bisschen... Das sieht so ein bisschen nach Testraum irgendwie aus. Weil da hier hinten eine kleine Fleischsäge ist. Noch eine und noch eine andere. Ja. Das sieht so nach Testraum irgendwie aus. Wir retten euch jetzt alle hier. Ich glaube, dann haben wir auch schon alle hier in Rapture Farms gerettet. Fleischwolf-Bereich steht da hinten übrigens. Ich werde mir das jetzt mal hier so ein bisschen die Umgebung ein bisschen genauer angucken. Vielleicht fällt mir noch irgendwas auf, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Wobei ich mir das schon ziemlich eigentlich angeguckt habe.
So. Hier kann man den, Typi wieder mit runterholen. Achso, ja, okay, da kommt jetzt. Siebzig hört sich gut an. Dann ab nach oben. Es bringt jetzt nichts, wenn wir uns Bomben mitnehmen. Neige, um deine Granate zu ziehen, drücke dann R1, um sie zu werfen. Du kannst Granaten auch werfen, während du dich duckst. Kommt jetzt noch irgendwas Lustiges? Nee. So. Lager. Das Lustige ist, ich wollte ungefähr eine Stunde aufnehmen und ich nehme jetzt 57 Minuten auf. Das passt ja super, weil ich habe ein bisschen Angst, dass das hier nichts wird, weil zum Beispiel die Wipeout-Aufnahme, was aber von der PlayStation 3 kam, sah irgendwie ein bisschen crappy aus. Und da habe ich jetzt halt ein bisschen Schiss vor, weil wenn das nicht geht, dann werde ich einfach nochmal aufnehmen. Aber hier ist jetzt erstmal Schluss. Hier werden wir mal schnell speichern. So. Und abbrechen. Wir müssen sehen, dass wir irgendwie hier. Ja, wir haben ja gespeichert. Und wir stehen auch in einem Checkpoint drin. Und dann können wir jetzt direkt gucken, ob wir alles gesammelt haben. Denn wenn wir jetzt auf die Kapitelauswahl gehen. Kapitelwahl. Rapture Farms, 100% sehen wir jetzt. Ja, das heißt, wir haben jetzt in dem Teil, den wir gerade gespielt haben, haben wir alle Mundaken gerettet. Ja, das ist doch schon mal ein sehr guter Anfang. Jetzt hoffe ich nur, dass die Aufnahme super war, also von der Qualität her. Und dann kann es ja, ich denke mal, morgen direkt weitergehen. Ja, ich hoffe mal, dass euch das Let's Play bis hierhin bisher gefallen hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!